Hallo Aktienfreunde, heute gibt es wieder Dividenden-News und zwar möchten folgende sechs Aktien die Dividende anheben. Fangen wir an mit Nike. Diese Aktie steigert die nächste Quartalsdividende um ca. 8,8% bzw. von 0,34 auf 0,37 US-Dollar. Zahltag ist am 2. Januar 2024. Dann kommen wir zu Fastenal. Diese Aktie erhöht die Quartalsdividende um ca. 8,6% bzw. von 0,35 auf 0,38 US-Dollar. Die Aktie gezahlt wird hier am 12. Dezember 2023. Dann kommen wir zur Hormel Foods. Diese Aktie hebt die Quartalsdividende um ca. 2,7% an bzw. von 0,275 auf 0,2825 US-Dollar. Der nächste Zahltag ist hier der 15. Februar 2024. Dann kommen wir zur Imperial Brands. Dieses Unternehmen hat eine Zwischendividende und Schlussdividende zu je 51,82 Pence angekündigt. Das entspricht einem Anstieg der Dividende um 4% im Gesamtjahr. Zahlungen sind hier circa Ende Dezember 2023 und Ende März 2024. Dann kommen wir zu Infineon. Diese Aktie plant eine Anhebung der Jahresdividende um ca. 9,4% bzw. von 0,32 auf 0,35 Euro. Je Aktie gezahlt wird hier ca. Ende Februar 2024. Dann kommen wir noch zu Siemens. Diese Aktie will die Jahresdividende um ca. 10,6% anheben bzw. von 4,25 auf 4,7 Euro. Und der Zahltag ist hier circa Mitte Februar 2024. So, das war's dann noch wieder mal. Zum Schluss noch der Hinweis: Das Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.